Die Gemeinde Raren möchte informieren darüber, dass Baumpflege weit mehr als nur Bewässerung ist. In der Gemeinde nimmt man diese Aufgaben sehr ernst und dass in der Bevölkerung der Eindruck entstand, man würde sinnlos Bäume fällen, bedauert man. Also grundsätzlich werden mal keine Bäume aus irgendeiner Laune herausgefällt, sondern es gibt immer einen Grund. Entweder ist der Bürger, der den Antrag stellt, oder ein Baum birgt eine Gefahr für die allgemeine Sicherheit. Und grundsätzlich werden nur die Bäume gefällt, die letztendlich seitens des Forstamtes auch genehmigt werden, zur Fällung freizugeben. Dass Bäume krank, schwach und eine Gefahr für die Umgebung sind, ist für Laien oft nicht erkennbar. Oft nehmen Bäume anderen Bäumen den Platz und das Licht weg, wie es an der Bergstraße der Fall war. Hier mussten einige Tujas weichen. Für jeden gefällten Baum werden an anderer Stelle aber auch immer mehrere neue gepflanzt. Es werden ganz, ganz sicher mindestens doppelt so viele Bäume neu gepflanzt, als wie gefällt werden. Und vor allen Dingen ist es heutzutage wichtig, nicht unbedingt hochstämmige, große Eichen, Buchen und Linden zu pflanzen, sondern wesentlich vielfältiger auch Obstbäume und halt naturzuträgliche Pflanzen zu setzen, die mit ihrer Art zu blühen auch die Fauna und die Flora dementsprechend vielfältig gestalten, dass unsere Insektenwelt auch darin gut zurechtkommt und eine Zukunft hat. Die Gemeinde Raren ist eine Maya-Gemeinde. Das heißt, sie setzt sich für den Schutz der Bienen und generell der Insekten ein. Auf jeden Fall immer bienenfreundliche Gehölze und auch jetzt viele Obstbäume. Und wir achten halt darauf, weil wir auch, wie gesagt, Maya-Gemeinde sind. Und von daher gucken wir, dass das halt immer alles, auch das ganze Jahr über was blüht, dass wir da das ganze Jahr über was Blühendes haben. Obstwiesen sollen in der Gemeinde Raren in Zukunft mehrere entstehen. Ein ganz konkretes Projekt läuft derzeit in Hauset. Hinter dem Spielplatz soll das Projekt umgesetzt werden. Ein ganz anderes Problem sind die zahlreichen Hecken, die die Wiesen der Bauern umzäunen, sagt Erwin Güsting. Oft sind diese in einem schlechten Zustand und das liege vor allem daran, dass die Leute zu wenig über Heckenschnitt wissen. Es macht wenig Sinn, lauter niedrige Hecken zu haben und davon viele. Es ist wesentlich wertvoller, hohe Hecken zu erhalten und sie nach 10, 15 Jahren halt abzusetzen und nach alter Manier dann wieder aufzuzäunen, zu binden, zu dichten, damit eine Hecke jahrelang blühen kann, ihren Samen wirft und somit frische Pflanzen in der Hecke setzt und dann über die Jahre hinaus halt dicht bleibt. Und das ist halt der wichtigste Faktor beim Erhalt von Hecken. Die Gemeinde pflanzt regelmäßig Hecken und Sträucher hinzu, wie zum Beispiel am Bahnhof. Hier wurden Haselnuss, Weißdorn und Holunder gepflanzt, damit Anwohner etwas abgeschottet vom neuen Café sind. Und auch direkt am Café hat man für etwas Grün gesorgt. In Zukunft möchte man in Raren die Bevölkerung animieren, selber aktiv zu werden.